willkommen, Leute, zu... Nehme ich auf? Ja, okay, nein. Willkommen zu einem weiteren Fancy! Ja, was soll ich sagen? Man hat mir gesagt, ich soll mal leichtere Spiele spielen. Und ich denke mir einfach, mehr oder weniger, I don't care. Aber irgendwie hat er recht, glaube ich. Und deswegen stelle ich mir jetzt mal dieses Spiel vor. Es ist komplett blind. Es sah einfach optisch her gut aus, das Spiel. Wie gesagt, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Bestimmt kannst du den Brei schon verderben, nicht wahr? Ich würde sagen, wir fangen an. Please press Shift Key. Oh, wow. No data. Ah, die Soundeffekte. Medium. Hard. Impossible. Very hard. Hard. Medium. Nein, Medium. Mario World. Okay, den Screen kenne ich. Schau dich mal die Kugeln an. Wie cool ist das denn? Okay, spring es mit Shift und das ist... Ach so, bei Berührung. Oder? Ja, Berührung. Okay, es ist ein Trap Game. Das habe ich mir aber auch schon gedacht. Ja. Lol. Okay, aber viele solche Spiele sind Trap-Games, die gut aussehen. Kann ich... Ich kann. Okay, da kann ich aber rüber. Erzähl mir nichts, ich hab's geschafft. Du sollst mir nichts erzählen, Junge. Hallo, du, erzähl mir keine Märchen hier. Warte mal, da kann ich auch rüber. Okay, und... Z. Das ist so eine gute Idee. Okay, ich kann die Goombas abschießen. Ja, aber das Spiel macht bis jetzt schon echt Spaß. Bringt mich hier noch was um. Ah! Und wie mich hier noch was umbringt. Einige sagen ja, es ist besser, Spiele blind zu spielen. Ich kann dem ehrlich gesagt nur zustimmen. Wenn man ein Spiel blind spielt, dann hat man bei dem, dann hat der Zuschauer sofort eine bessere Atmosphäre, glaube ich, als wenn der so ein Walkthrough macht. Bei einigen Spielen ist es halt mehr oder weniger notwendig, dass du das schon mal gespielt hast, aber jetzt auch nicht wirklich so. Und was ist das hier? Halt eben dann später hoch, aber so für jetzt. Ihr seid cool, Entwickler. Und da ist eine Röhre, seht ihr das? Das heißt, es kommt gleich zu einem Tapetenwechsel anscheinend. Was passiert da? Aha, okay. Das ist also, es gehört schon viel Innovation dazu, um so ein Trap-Game zu machen. Es ist nicht einfach nur so ein Trap-Game, wo dir halt eben einfach so random einen Stachel in den Magen schießt und du dann halt eben tot bist. Nee, hier wurden überlegt, welche Traps könnten wir denn einsetzen? Das ist alles so, ja, mehr oder weniger unerwartet. Da unten mit dem Baum, da ist doch bestimmt auch wieder irgendwas. Da kommst du doch bestimmt nicht so mir nicht, dir nichts einfach rüber, oder? Ah, guck ihn mal an. Ich muss da runter. Ah, okay. Okay. Das meinte ich damit. Das meinte ich damit. Alter Schwede. Aber ich mag die Todesanimation nicht. Wohin denn dann? Muss ich da drüber? Aha! Okay. Blitz? Nein. Apfel! Oh, wow. Was schon? Warte. Okay, warte. Okay, scheinbar muss ich da wohl überleben. Glaube ich zumindest. Überlebt er einfach mal.
Alter, ey. Alter, ey. Invisible Coinblock und dann verarscht mich auch noch die Wolke da oben. Ey, der ist zum Freuen. Okay, warte, warte, Invisible. Warte mal, wenn ich doch aber da drauf gehe, dann. Geh ich doch drauf! Ach so, wie wär's mal mit über die Wolke drüber? Nee, warte. Ja, das schon wieder passen. Oder so. So, darf ich da rein? Oh ne, Lakitu. Sakitu. Junge. Ha! Ohne Tod! Oh, ja komm, wo willst du das wissen, ey? Okay, warte, da kommt so ein Ding. Das verschwindet aber wieder, oder? Ja. Ich verschwinde auch mal wieder. Das kommt raus. Ich hoffe, mit dem Sound ist alles okay. So, die Wolke ist wieder bestimmt. Ey, Junge. Ich frag mich, wie die Bosse im Spiel sind. Oder ob es überhaupt Bosse im Spiel gibt. Ich hoffe, es gibt welche. Meine Fresse. Ich hoffe, es gibt Bosse in dem Spiel. Das ist irgendwie so das A und O eines Wonderful Guys. Bosse müssen hier an der Tagesordnung sein. Auch wenn ich das Spiel auch schon. Ich will sehen, ob ich an dem noch vorbeikommen kann. Du bist so hässlich, Ryu. Noch hässlicher als in Boshi. Oder Kill the Machine meinetwegen. Hallo, Junge! Oh! Skillshot! Oh, nö. Okay, es ist aber nicht so bescheuert, wie ich dachte. Ich dachte, jetzt kommt schon... Ach so, deswegen, damit du das nicht machen kannst, okay. Oh, wow. Hä? Okay, ich muss eins weiter nach oben. Okay. Ach so, ja, da war ja was. Oh, diese Shift-Steuerung, man kann es auch nicht ändern. Könntest du ja auf dem Bullet-Bild drauf. Nee, darfst du nicht, weil du ähnlich krepieren wirst. So. Nee, das mache ich garantiert nicht nochmal. Ich bin ja übrigens kein Fan davon, dass sich die Musik andauernd wiederholt, ne? Dass die Musik kein Loop hat. Wow! Seriously? Wenigstens kriege ich einen Doppelsprung. Stell euch mal vor, wenn ich einen Kugel wie die drauf hüpfe, dass ich meinen Doppelsprung nicht hier refresh kriege. Warum muss dieser Stachel da sein? Okay, warte. Nein. Stand doch schon Move drauf. So innovativ ist das Spiel schon mal. Ach so, dann muss ich mit einem gepflegten Sprung rüber. Sag's mir halt, ey. Ich bin doch schwer vom Begriff. Ich find's aber schön, dass die den Mario-Style benutzt haben. Der passt irgendwie in jedes Advanced Guy-Fan. Damit kannst du wenig Fehler machen.
So, jetzt. Tod und Verderben. Okay, warte. Das muss ich so machen. Ich mach's gleich mal so, weil dann schaue ich mal da drüben nach. Dann im gewissen Sinne gar nichts, wenn ich die Knöpfe da drücke, oder? Ah, okay, ja. Wie das was bringt. Dafür sorgen, dass die Knöpfe schon auf, dass das Ganze im Vornherein schon so aufgebaut ist, damit ich da dann hinkommen kann. Was mache ich denn da? Das heißt, ich darf diese Knöpfe gar nicht aktivieren. Bin ich jetzt. Nein. Hä? I don't get it. Ja, wenn ich das mache, bin ich ja screwed. Oh, oh! Ich glaube. Ach so, nee, warte mal. Das, was ich vorhin gemacht habe, war, das war schon richtig. Das war, glaube ich, schon richtig. Wenn ich halt eben diesen einen Knopf da drüben halt eben zweimal aktiviere, dann kommen da halt eben diese. Stacheldinger. Jetzt kann ich nämlich hier entlang. Muss das da aufmachen und kann dann die da wegschießen. Dann schieße ich den da runter. Und hab immer noch genau das gleiche Problem wie davor. Das ausschauen. Es muss so ausschauen. Aber wie kriege ich das hin? Oder bin ich einfach nur wieder doof? Ich glaube, letzteres. Das ist einfach nicht geschnallt bekommen. Wenn ich dieses Ding ja zweimal aktiviere, dann explodiere ich ja aus irgendeinem unerklärlichen Grund. Kann ich das denn aktivieren, bevor es mich da unten umbringt? Oder bringt es mich erst dann um, wenn ich diesen einen da umgelegt habe? Weil ich muss es ja. Zack. Zack. Okay, ich darf das zweimal drücken, dann bringt es mich um. Geht das für alle? Wie oft kann ich den aktivieren? Auch nur dreimal. Wie oft kann ich den aktivieren? Leck mich doch am Arsch, ey. Ich lasse das mal so. Vielleicht ist das ja aus irgendeinem Grund die Lösung. Eins. Okay, das kann ich auch noch zweimal aktivieren. So, dann lasse ich das mal so. Ich weiß, vielleicht ist er richtig. Zack. Zack. Oh, warte, das. Okay, wartet mal kurz, Leute.